Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir uns ein paar Herzteile gesnackt, haben ein paar Songs gelernt und last at least haben wir dieses Gebiet hier erreicht, den Friedhof. Ich habe gerade bei dem lieben Boris, ich muss das nochmal nachspielen, deswegen habe ich auch gerade 7 Rubine mehr, habe ich das Herzteil direkt bekommen. Das ist echt praktisch, dass es direkt rauskam. Und deswegen werden wir heute hier weitermachen. Und hier werden wir unsere Ocarina rausnehmen. Und spielen erstmal das Wiegenlied, denn damit erweisen wir uns als würdig. Und immerhin wollen wir uns ja einen neuen Song aneignen. Und ich weiß, dass es hier ging, glaube ich. Der uns auch sehr helfen wird. Denn, nun ja, der ist wichtig halt, ne? Das Wetter passt dazu gerade. Grabschänder Link. Steht vor dem Grab. Och Mensch. Ich finde das so unnötig übertrieben, dass das Grab direkt explodiert. Ja, das... Ah. Unnötig, sage ich euch dazu. Unnötig. Aber gut, macht nichts. Königsgrab. Was erwartet uns hier? Ich glaube, soweit ich weiß, erwarten uns hier Gegner zum einen. Ja. Kleine Fledermäuse. Ich treffe die nicht, ne? Danke. So. Schnell machen. Nein. Bam. Damit haben wir gewonnen. Sind sogar richtig tote Leute dabei, ja? Das ist toll. So. Das ist doch eh ein bisschen übertrieben, was hier alles rumliegt, ja? Das ist immer ein Grab. Und da gibt es sogar hier das Gebiet, so mit Säure und... Gott. Oh Gott. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich mag die toten Teile nicht. Wie heißen sie nochmal? Fast Refugees gesagt, aber es sind ja Flüchtlinge. Ja, auf jeden Fall diese komischen toten Zombies da. Dieses Gedicht wurde in Gedenken an die teuren Verstorbenen der Königsfamilie oder königlichen Familien verfasst. Und da ist sogar ein Song drin. Das Sonnenlicht. Es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist es wieder sein... Ist es... Was? Das Sonnenlicht. Es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zum Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Das ist eine weitere Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheimnisvolle Weise, oder eine geheime Weise, der Gebrüder Rahmstein. Ah, die Hymne der Sonne. Okay. Hilft uns ein bisschen gegen die Untoten. Kann ich euch gleich mal zeigen. Da wir uns heute auch ein viertes Herzteil snacken werden. Ja, das kann man so sagen. Denn wir können uns ein viertes schnappen. Und die Hymne der Sonne macht eigentlich immer den, die Nacht zum Tage. Und ich glaube auch umgekehrt. Ich bin mir gerade sehr unsicher deswegen. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn wir mal irgendwie vorankommen müssen. Wenn zum Beispiel das nur am Tag geht oder nur in der Nacht. Oder wenn wir gegen diese Zombies kämpfen, dann können wir die Hymne spielen. Und dann sind die gestunt. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier hingehen. Geht das hier schon? Mal gucken. Ich hoffe, es reicht. Dann sind die eingefroren. Dann können die mich auch kreuzweise. Ach, der Mars hat damals in Ocarina of Time so viel gelernt. Das ist echt praktisch. Ich bin froh, dass ich das auch noch alles weiß. Ja, ich hätte voll Probleme, wenn ich das nicht mehr wissen würde. So, da geht's wieder nach oben. Und ist das jetzt Tag oder ist das jetzt Nacht? Auf jeden Fall... Habe ich das Gefühl, es ruckelt gerade ein bisschen. Es ist Tag. Okay. Liebe Capture Card, ruckel nicht so stark rum. Das ist ein Befehl von mir.
Ich höre das ja an den Ohren, weil ich habe das ja so ein bisschen eingestellt, dass ich in den Ohren was höre. So. Geht es jetzt wieder zur Nacht? Ich glaube schon, ne? Ja, es ist nachts. Gut, am Tag können wir nämlich hier die Grabsteine nicht verschieben. Da meckert der kleine Typ rum. Und hier war irgendwo ein Grabstein. Ich glaube, da konnten wir uns ein Herzteil holen, ne? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Geh weg. Push. Geh weg. Das Ding lebt immer noch. Nein. Alter, du gehst mir ziemlich auf den Sack. Wisst ihr was? Wir ignorieren es einfach mal. Geist hin oder her. Oh Gott. Wo war denn das richtige Grab? Hier war es. Rein mit uns da. Um Himmels Willen. Das wäre jetzt fast peinlich geworden. So. Und hier sehen wir schon das erste Problem. Wir müssen zum Untoten loswerden. Deswegen wird uns die Hymne der Sonne auf jeden Fall sehr viel helfen. Fuck, 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 fuck. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Link! Nein, lass los, lass los, lass los. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Oh, Gott sei Dank kann man hier ein Herzteil snacken, wenn man hier vorsteht und... Oh, ey. Das wäre fast daneben gegangen, Leute. Das wäre nur fast daneben gegangen. Um Himmels Willen, ey. Um Himmels Willen. Gott sei Dank. Oh, ey, wir wären fast tot gewesen, Leute. Aber nur fast. Und damit haben wir einen weiteren Herzcontainer. Den wir dankend annehmen. Der mir auch ziemlich viel helfen wird im Spiel. Weil, seien wir mal ehrlich, ja. Herzteile für Mars sind immer wichtig. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Todesberg, denn hier können wir dann weitermachen am Todesberg. Ich glaube, wir können uns hier eine Flasche holen, wenn Tag wäre. Ich werde aber jetzt einfach mal zum Todesberg gehen, denn vielleicht wird ja unterwegs auf dem Rückweg gleich Tag, dann können wir die Mission immer noch machen. Diese Hühnchenjagd-Mission. Da können wir uns, glaube ich, eine Flasche sichern. Ist sehr praktisch auf jeden Fall. Wir fahren jetzt schon mal ein fünftes Herz, das ist sehr gut. Dann habe ich nicht so viele Probleme im Feuer-Dungeon. Wie sonst immer. Das heißt, wie sonst immer. Ach. Im Let's Play, was ich damals hochgeladen habe, was heißt Let's Play? Irgendwann abgebrochen Play. Bin ich, glaube ich, gar nicht so weit gekommen bis hierhin, oder? Egal. Nur passieren ist, das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild noch nicht gelesen? Apropos Schild. Na, lass mich in Ruhe. Danke für die Info. Wir brauchen doch ein Hylia-Schild, weil unser Schild so könnte ganz leicht abbrennen. Das habe ich jetzt fast vergessen. Ich weiß, dass man hier sich ein Hylia-Schild holen kann. Und da spare ich mir doch gerne das, das Angebot mit den, Typen, der mir einen Rabatt geben will und tu mir lieber hier das Schild dafür. Und das ist umsonst. Ist zwar Grabplünderei, aber das ist scheißegal. Es interessiert heutzutage keinen mehr. Hehehe. Das ist die Frage, wo muss ich rein? Nein, stopp! Lass los, Link! Fuck. Aber direkt richtig. Ich will gerade gucken, wo die Blumen sind. Die Blumen signalisieren nämlich, wo man hin muss. Jetzt frage ich mich gerade, ob das hier gewesen ist oder an der Seite irgendwo. Ne, es war hier. An der Seite ist übrigens noch ein weiteres Herzteil, wenn man ein bisschen tiefer tauchen könnte. Aber das können wir noch nicht. So, jetzt haben wir den Hylia-Schild. Damit sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser ausgerüstet und können ein bisschen mehr Schaden verbreiten. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zum Todesberg. Jetzt wird es Zeit. So, Kakariko. Haben ziemlich lange jetzt hier rumgedaddelt eigentlich. Na, haben auch ziemlich viel erreicht, muss ich zugeben. Ich finde von der Tatsache her, dass wir, ja, hier erstmal ganz viel Energie wieder haben, also ein ganzes Herz mehr,
hat sich eigentlich schon so ziemlich gelohnt. Nebenbei auch. Okay. Nebenbei auch, was hier? Ausrüstung? Das Schild? Ja, also können wir auch eigentlich immer ausrüsten. So. Viel zu groß für den kleinen Link. Deswegen dückt er sich immer dabei. Oder er kann auch rückwärts gehen. Dann haben die Gegner einfach keine Chance gegen uns. Ach, das ist ein Scooter. Okay. Na, nehmen wir einfach mal mit, weil ich glaube, bei 10 Stück können wir uns einen größeren Beutel holen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht hier vertue. Und dann setzen wir uns hier hin und spielen. Ne, Uhrzeigen ist das mal vor. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Hm, na gut. Dies ist Maser. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Klingt ja auch gar nicht gefälscht, ne? Ha, was ist das denn für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist doch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstung-Items kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung wäre genügend, dann laufe ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin kann ich dir eben einen guten Tipp geben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Ja, ja, immer diese billigen Ausreden. Immer diese billigen Ausreden. Gebirgsfahrt. Ah, Navi. Ich glaube, Bomben können wir noch nicht hochheben, ne? Oh Gott, das ist keine Bombe, das ist ein Viech. Ein Glück können wir die zerteilen. Ist echt vom Vorteil. Geh weg! Und auch... Hier auch übrigens gerade die Skulltula. Wo ist denn die Skulltula? Sie ist weg, weil es hell geworden ist. Ne, jetzt hört sie wieder. Hä? Wo ist sie denn? Hinter dem Felsen? Ich hab keine Ahnung. So, da oben ist ein Herzteil. Ignorieren wir jetzt erstmal gerade. Ich würde sagen, wir klettern weiter hier hoch. Mich wundert es gerade, dass mir auch keine Stände entgegengekommen sind. Hm? Zeit zum Aufstehen. Die Stände werfen sich nicht von selber. Oh Gott! Das war erschreckend. Gut, kurz überlegen. Können wir die Bomben schon aufheben? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir gerade sehr unsicher, deswegen. Goronia! Ich glaube, hier kann man so rüber. Lalilu, hallo! Hey! Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen gefährlichen Ort aufzusuchen. Ist es gefährlich? Du könntest abstürzen. Suche darum hier um Antwort auf deine Fragen zu finden. Zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt. Dann kann er sicher abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufreitern kann. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer er ein Lied hört, muss er tanzen. Ich kann mich erinnern, dass Darunia besonders die Musik des Waldes mochte. Das waren noch Zeiten. Die Musik weckt in mir Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind das Endsymbol des Lebens. In Garonia. Brennen sie alle? Ist es hier richtig schön. Hm. So. Ist es die Frage, kann ich die Bomben schon aufheben? Fällt mir gerade mal ein. Eben nicht. Gut, dann sollte unser Ziel jetzt erstmal sein, dass wir irgendwie zum Wald kommen. Wir müssen immer noch das Lied des Waldes lernen. Ich glaube, das konnte man, indem man hier so eine Bombe anschießt. Kann die irgendwie an... Nee, warte, wir können, glaube ich... Wir haben nur einen Stock, ne? Ist es nicht gut? Ist es gar nicht gut.
Wo ist denn hier Feuer? Nicht nur, dass wir hier irgendwie, links, und wir suchen auch die Fackel. Irgendeine Fackel brennt doch hier, das weiß ich doch. Oder brennt die erst da hinten? Wir haben nur einen Stock, das ist gar nicht gut. Gut, spielen wir hier mal kurz, das Lied, damit wir hier reinkommen. Vielleicht brennen auch da drinnen Fackeln. Und dann müssen wir irgendwie versuchen, den Laden aufzubomben. Ich hoffe, da drin finden wir Stöcker. Denn sonst muss ich den ganzen Weg zurückgehen und, ja, dann kann ich auch direkt da gehen. Super wäre es auf jeden Fall nicht. So, da haben wir Feuer. Da ist Darunia. Der miese Peter. So. Beeil dich mal, Link. Danke. So. So, ich hoffe, wir können hier neue Stöcke holen. Nein, aber wir behalten unseren Stock. Moment mal. Ne, wir brauchen eine Bombentasche, ne? Kronenrüstung, rotes Elixier. Was ist damit? Schützt vor großer Hitze, okay. Moment mal, wir haben den Stock getriggert. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen dafür, weil immerhin haben wir jetzt noch einen Stock. Aber die Fackeln sind aus. Das wiederum ist ein schlechtes Zeichen. Wo müssen wir hin? Wir müssen da oben hin. Und das innerhalb von ganz wenig Zeit. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde, aber ich versuche es einfach mal. So. Er ist schon weg. Kriegen wir hier neue Stöcke? Oh, wir kriegen sogar... Oh! Okay, dann müssen wir doch nicht zurückgehen. Denn die lieben Gruen, ne? Die haben auf alles vorbereitet. Sie wussten, eines Tages wird ein Held kommen, hier die Vasen zerstören. Und, last at least, bitte sich die Stöcke daraus nehmen. So, aber das waren jetzt keine Stöcke, das waren eher Rubine. Auch sehr nett, aber... gerade nicht unbedingt von meinem Interesse. Das ist der Stein. Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Hot Rodder Goron. Goron, nicht Goron. Ja, werden wir später auch noch machen. Okay, das wird dann ein bisschen ärgerlich jetzt sein. Wir gehen jetzt hier rein, gehen wieder raus. Ich finde, ein Stock reicht nicht. Wir müssen ja immerhin bis ganz nach oben kommen, also von daher... müssen wir schon ein paar Stöcker mehr haben. Ich keine Rubine. Dankeschön. Oh, einen zweiten Stock. Wird der ausreichen? Ich glaube nicht. Ja, hier hoch. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden. Zum Beispiel hier. War Rubine. Immer mehr Rubine, ey. So, da können wir noch nicht lang. Beziehungsweise wir könnten da lang. Wir können einfach außen rum gehen. Da was ist, weiß ich gerade gar nicht. Nein. Gott. Aua. Egal, holen wir so einen dritten Stock. Ich hoffe, da kommt wieder ein Stock raus, weil dann habe ich auf jeden Fall genug Stöcker, um halt das zu schaffen, was ich vorhabe. So. Ja. Gib her. So, das müsste ausreichen. Hoffe ich auf jeden Fall mal. So. Ah, komm, halt die... ich meine, nix. Nix, nix, nix. Ich habe nichts. Asoziales gesagt. So. Gut, dann werden wir uns mal hier kurz so viele Fackeln wie möglich anmachen. Danke. Ich hoffe, das schaffen wir bis da hinten auch noch. Danke. Ich habe so ein Gefühl, die brennen immer weiter, wenn, der Stock brennt immer weiter, wenn wir irgendwas aktivieren. Also wenn wir irgendwas anzünden. Ich kann mich auch täuschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Hier oben aktivieren. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl. So. Meine, der brennt immer noch. So, jetzt ist er weg. Gut, dann gehen wir jetzt hier hin. Wir sparen uns auf jeden Fall eine Menge Zeit, Leute, denn wir landen hier zufälligerweise
in den verlorenen Wäldern. Willkommen, ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen. Maser, hör mir gut zu. Hier, in den verlorenen Wäldern, wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal... Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Badaba, badaba, und der Part wird hier auch schon beendet. Wie traurig. Leute, wir sind wieder im Wald. Im Goronen, in den verlorenen Wäldern. Kommt mir irgendwie bekannt vor, Leute. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mit diesen verlorenen Wäldern, wo tausend Wege sind und niemand weiß, wo es hingeht. Nur die Musik leitet ein. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Schaltet dann auch wieder rein. Und Masa la vista, Baby.